Das Faszinierende an Musik ist ja, dass wenn ich einen Song schreibe, dann kann er für mich auch einen ganz persönlichen Bezug haben. Es gibt zum Beispiel einen Song, der heißt Save Me and I Save You. Und ich sage zu diesem Song bei Konzerten immer vorher, es geht um den Versuch zweier Liebenden, sich gegenseitig zu retten. Und es ist ein Versuch, der zwangsläufig zum Scheitern verurteilt ist, weil es unmöglich ist, jemand anders zu retten, wenn man sich erst noch selbst retten muss.